Resident Evil 6. Oh, 24. Dezember. Frohe Weihnachten. Fröhliche Weihnachten an euch alle. Ja. So weit entfernt sollte das gar nicht sein vom Weihnachten, wenn der ein paar hoch in dieser Part hochgeht. Ja. Wie ich mir dachte, Steroid. Das zeigt irgendeine Wirkung bei dir. Soll so eine Art Energieschub auslösen, aber bisher merke ich nicht. Also, mal unter uns. Wir hätten mehr Geld verlangen sollen. Sehr viel mehr. Alter! Ich bin mir sicher, dass das nicht im Vertrag stand. Aber es lässt sich alles neu verhandeln. Finger weg von diesem unschuldigen Mann. Wenn du auch einen Schuss willst, musst du dich unten anmelden. Kann ich aber nicht empfehlen. Kein Zweifel. Sie haben die Antikörper. Vielen Dank. Moment mal, was? Sie sind vielleicht der Schlüssel zur Rettung der Welt, Jake Mueller. Zuerst rette ich mich aber selbst. Kann ich gerade Erinnerung? Ja. Ja. Jo, was ist wirklich? Hey. Was verloren? Nur das Gleichgewicht. Alles okay. Sherry Birkin, vereinigt. Schön für dich, aber dafür ist jetzt keine Zeit. Kommst du? Nach Ihnen. Und so haben die beiden sich getroffen, nehme ich an. Ja. Cool. Yay. Da oben waren Jabo. Das sind die BOBs, die die Rebellen einsetzen. Das erklärt auch, was hier von BSA. Wir müssen das Land verlassen, ohne dass uns irgendjemand bemerkt. Okay. Ja, dann sagen wir mal, Johai und willkommen. Mein Name ist Daniel Rolpe. Und ich bin Metal Mario Master. Und wir begrüßen euch zu Resident Evil 6. Heute mit der Jake-Story. Mir ist jede Hilfe recht. Danke. Und ja. Los auf sie. Sehr schön. Wir... Los auf sie. Los auf sie. Mit Gebrüll. Wir kommen gerade von dem Finale aus der Chris-Story. Ja, die viel zu actionlastig war. Und jetzt gucken wir mal, wie es hier weitergeht. Ne, oder wie es hier anfängt oder so. Na, okay. Ich habe hier auf jeden Fall ein Erste-Hilfe-Spray als Slot. Ein Sprengsatz und ein Erste-Hilfe-Spray. Ja. So, ich habe eine Anfeuermacht und Handgemenge. Ich habe Elektroschocker. Haha, ich werde nicht mal eine Nahkampfwaffe. Oh Mann, oh, hier. Ja. Okay, zwei neue Charaktere zum Rumspielen. Ja. Sherry Birkin, bekannt aus Resident Evil 2, da war sie noch ein kleines Kind. Ja. Und sie hat nämlich Claire begleitet durch die Polizeistation. Und jetzt ist sie hier schon eine erwachsene Frau. Cool. Oh, und Jake Mueller. Ich denke mal, wir wissen alle, wer das ist. Ja. Wenn nicht, wir werden es euch nicht verraten. Ein Spoiler aus den anderen Stories. Ja. Ihr macht das schon, ne? Ich habe eine Pistole, die heißt Kerberos. Sehr cooler Name. Ich habe nur eine Handfeuerwaffe 909.
Wie sieht dein Inventar aus? Ich habe so ein Telefon hier, so ein Handy wie Leon unten links. Ich habe hier bist du überhaupt? Da bist du. Ich habe hier auch so irgendwas Digitales. Okay. Also wir haben da von Chris und Pierce sah ja ein bisschen anders aus, habe ich so ein Gefühl gehabt. Ja, das hier sieht auch wieder anders aus. Ja. Ich finde, das sieht genauso aus wie das von Leon. Bei mir jedenfalls. Also ähnlich. Oh, hi, na? Oh. Beschissene BSA, hört mit dem Geballer auf! Jeder in ihrem Zug ist jetzt zum Jarvo mutiert. Und sie tragen die gleiche Kleidung wie die. Los, wir müssen hier weg. Weiter uns. Bailey. Naja, der Ball ballert auf mich. Ja, auf dich. Aber warum auf dich schießt? Hey, ich meine, du gehörst nicht zu den Jarvo. Emblem. Emblem. Pium. Hier erstmal so ein bisschen aufs Handgemenge. Ja, ja. Was ist das? Gibt's hier irgendwo Popcorn? Wir haben jetzt keine Zeit zum Jagen. Komm her! Oh, ich hab so einen Dreierabschluss, geil. Cool. Ich liebe solche Waffen. Drei Schüsse auf einmal. Ich hab den Star Wars Battlefront auch dabei. Echt? Gelebt. Ah. Was hast du denn da? Wenn ich kriege, trifft er mich nicht. Ja, genau. Die treffen mich hier nicht. Niemals. Ich darf vielleicht meinen Elektroschocker einsetzen. Ja. Ich merke gerade. Ja, wir können Blend. Ich kann Blendgranaten, Fernzünder und Erste Hilfe Spray. Ja, ich auch. Aua. Alter. Wir suchen uns Deckung. Ich muss sie hier unbedingt rausbringen. Okay, achso, ich hab bereits 5. Ah. Den schnapp ich mir. Ja, ich schnapp ihn mir. Jump, 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 jump. Oh, oh Mann. Da sollen wir erstmal warten, bis der Heliger weg ist. Ja, Hilfe. Ich brauche Hilfe. Ist ja gut. Aua. Hier. Spiegelboo. Ich kann Karate. Ja. Wow. What the fuck? Oh. Alles in Ordnung? Ja. Oh, Pistole Munition endlich mal. Ich habe die ganze Zeit keine Munition. Die ganze Zeit abgeschossen wird irgendwann. Ja, ja. Alter. Ja, irgendwie können wir uns hier nicht bewegen. Ich werde die ganze Zeit von diesem blöden Heli getroffen. Aua. Hier. Aber wir sollten einfach gehen. Findest du das nicht? Oh, hier ist eine Tür, endlich mal. Schon mal in Sicherheit, Mann. Schon keine Tic-Tacs mehr. Okay, eins noch vorweg. Ich will 200.000 sofort, plus 200, wenn es vorbei ist. Oh, und BOWs kosten extra. Ja. Weitere 1.000. Für jede. Ich bin nicht hier, um sie anzuheuern. Was? Was willst du denn? Ihr Blut. Vom Roten Kreuz oder was? Nein, hören Sie, diese Dinger, die uns angegriffen haben, sind mit einem neuen Virus infiziert. Dem C-Virus. Hm.
Sie haben sich gerade eine Dosis davon verabreicht. Es hat bei Ihnen nichts bewirkt, weil Sie über Antikörper verfügen. Ah. Im Moment kämpfen wir gegen einen globalen Bioterrorismusangriff und wir brauchen dringend einen Impfstoff. Wir brauchen Sie, Jake. Wir brauchen Ihr Blut. Hm. Ich weiß nicht. $50 Millionen. Was? In bar. Nicht verhandelbar. Dafür kriegt ihr eine ganze Flasche. 50 Mille. So kann man auch reich werden. Ich hab dir gleich eine ganze Flasche ins Gesicht. Was hat gefällt umsonst? Nein. Du lebst es, die Welt zu retten. Stimmt doch gar nicht. Haben dich deine Eltern nicht erzogen, hier die Welt zu retten? Niemals. Da. Hilf mir. Du schaffst es schon. Boah. Weiter geht's. Wir scheinen uns zu erwarten. Wir müssen uns den Weg freischießen. Okay, wir haben keine andere Wahl. Ich schleich mich an sie heran. Pass auf. Ja, warte. Das ist eine gute Idee. Nein. Überraschung! Nein, er hat sich verwandelt. Natürlich. Keine Sache. Aber. Was zum. Ich kann gar nichts bei denen machen. Die sind halt super starke Typen, ne? Ich dachte, ich bin hier der Broken Character. Warte. Ja. Oh, hi! Er hat schon gesehen. Na bitte. Ja. Nein, das ist gut. Das schöne Loot. Aber ist auch noch einer. Bonk. Hast du ihn gerade gebonkt? Ja, ich habe ihn in den Schädel, ja. Aufgeknackt. Oh. Oh, Emblem! Oh, oh. Da. Oh. Ach, ich habe zum ersten Mal ein Emblem vor dir gesehen. Yay. Oh Gott, hier ist einer. Wo ist er? Hey, Emblem. Oh, ich bin ja so gut, dass ich den Elektroschock habe. Schon im das gefällt Teil dir, gelebt. Ne? Ja, ich habe hier schon im fünften Teil gelebt. Oh. Hast du den gesehen? Ja, so aus dem leichten Augenwinkel. Hast du den einfach runtergekickt? Ja, klar. Oh, oh, immer bin ich derjenige, der geschickt wird jetzt. Ah, warte, aber Moment, ich glaube, ich muss zurück. Warten Sie auf mich. Ja, ich warte auf dich. Heute habe ich zwei Blindgranaten. Ja, ich kann mich erinnern. Hast du den gesehen? Gut gemacht. Danke. Gut. Danke. Klang ein bisschen sarkastisch. Danke. Gut gemacht. Na, komm mal hoch. Okay, was muss ich jetzt machen? Ich komme hier nicht weiter. Nein, aber da muss ich irgendwas machen. Ich werde schon irgendwas finden. Ja, finde mal was für mich. Hast du gerade mal Musik bei dir? Ich höre Sounds. Ich habe keine Musik bei mir. Nein. Also ich habe Soundeffekte, aber keine Musik. Ja, Musik habe ich auch gerade keine. Okay. Aber ich höre halt den Schnee. Ja. Das ist halt auch gerade so ziemlich das, was ich höre. Ja, ich auch nur. Wahrscheinlich. Was? Keine Sorge. Ich schaffe es schon.
Wir fallen hier die ganze Zeit runter, ey. Danke. Ja. Was hast du schätzen? Jake. Sehr gut. Ja. Die BSAA hat ein hartes Stück Arbeit vor sich. Na, guck mal, da ist die Brücke. Das ist längst nicht alles. Soweit ich weiß, haben meine Auftraggeber einen Panzer am anderen Flussufer. Die BSAA wird die Brücke am Ende in Leichensäcken verlassen. Nein, sie liegen falsch. Die BSAA ist zäher, als sie glauben. Ich habe gehört, sie haben den berühmten Brockenpanscher auf ihrer Seite. Ja. Aua. Oh, ja. Mein Fuß in dein Gesicht. Was für ein Traum. Aua. Nein. Wo bist du? Oh. Go. Was? Ah, oh. Dann nehmen wir aus dem Liegen. Ah, halt die Klappe. Shit, ich habe auch keine Ausdauer mehr. Oh, ich will mal einige ihre Nahkampfangriffe sehen. Mein Gott. Okay. Nice. Oh, ich muss schon wieder irgendwo hingeschickt werden. Mein Gott, was ist denn das? Entweder sind wir ziemlich schwach oder die Gegner sind irgendwie voll stark, ey. Ja, ne? Klasse. Gut. Spring darüber. Oh, hier. Hui. Yippie. Was ist denn da oben passiert? Ich höre so. Hi. Also oh. Ich laufe hier mit einem AP rum. Was soll der Scheiß? Ich bin keins dieser verdammten Monster, ihr Schwachköpfe. Alter. Ja, ich will ja nicht sagen, aber die schießen auf mich. Oh Gott. So, auf den drauf geklettert. Oh mein Gott. Was ist denn da passiert? Mann, ey. Vorsicht, da ist ein Messer. Oh ja. Oh ja. Are you alright over there? Ja. Wo kommt ihr alle her? Dann kletter ich eben auf dich drauf. Boom. So, haben wir genug, hab Leute. Habe ich was verpasst? Da bitte. Komm, suche der. Ja, ich bin gerade von einem Helikopter abgehauen. Ja. Oh, und was hast du denn erwartet? Keine Ahnung. Dass ich jetzt hier auf mysteriöse Art und Weise einfach auftauche? Ja. Huh. How did I do that? So, kann ich nicht zurück? Nee, du kannst nicht zurück. Ich kann zurück. Ich höre was. Ja, das sind deine Fußstapfen, glaube ich. Jake! Good. Danke! Good. Ich weiß das zu schätzen! Oh Gott! MG! Was? Was meinst du? Oh, oh. Kampf oder Flucht! Es sind zu viele! Wir sollten fliehen! Nix da! Ja! Ja, Ja, einfach der Wand. Ja. Ja, ich bin da wieder tot. Ja. Sherry! Ja, passiert, wenn man die ganze Zeit mit einer AP herumläuft. Nur freie Zeit. Ich hab zwar zwei grüne Kräuter, aber. Okay, wir gehen ja. Kampf oder Flucht? Blattgranate. Es sind so viele. Ja. Wir sollten fliehen. Ah. Ich will aber nicht! Aua! Alter! Oh. Oh. Okay, doch fliehen!
Okay, okay, ich hab's kapiert. Ich hab keine Munition mehr. Ja, ich auch nicht. Ich hab noch einen Elektroschocker. Oh, ich hab sogar extra Nahkampf angefangen, wenn ich den Ding ausrüste. Ich auch. Handgemenge. Ist das eine Waffe bei dir? Ja. Okay. Das ist bei mir eine Waffe. Ja. Hey! Roger! Aua! Wurde abgeschossen. Alles klar. Ja. Alles klar bei dir? Ja, nur ein paar Schüsse in den Rücken. Ach, was? Okay, wohin? Oh, oh, oh. Oh Mann. Ach der! Sir? Hallo. Hallöchen. Okay. Schau wieder rein, okay. Ja. Danke für die Warnung. Plan. Ja, okay. Wir nehmen deinen Plan. Hauen wir lieber ab, okay? Ja. Machen wir dann. Oh. Dieser Mistkerl ist stark. Warte ein bisschen. Ach, vorsichtig. Ja. Hey. Au. Besser durch. Ja, au. Das war wohl mit der Welt. Ja, die Welt ist verloren. Oh Mann. Okay, versuchen wir noch mal. Dieser Mistkerl ist stark. Lauf! Es sieht aus, als ob ich gar nicht vorwärts komme. Schnell weg, schnell weg. Haben doch immer irgendwas. Ja. Ja, nimm das. Aha. Ach, ich wollte eine überziehen. Was zur Hölle ist denn das? Er verfolgt uns. Besser gesagt, sie. Oh, grünes Kraut. Was? Komm her. Ja. Alter. Da war er schon tot. Ja. Ich hab gekontert. Oh, Pistole, Munition. Da! Munition! Ich glaube, dass wir hier sehr viel weniger Munition kriegen, als wir es eigentlich gewohnt sind. Und grüß Kraut. Nein, nicht, kann sein. Ja, da müssen wir hin, aber... Ich kann hier was machen. Hey! Hey! Ja, ich guck mich da nicht um. Hier sind noch Türen und so. Ja. Hier ist noch Munition. Ich hab diese Kiste aufgekickt. Hier kann man runter, hier kann man so viel in Orten hingehen. Ja, ne? Ich habe gerade noch was gesehen, wo wir hoch können, beziehungsweise ja, wo du hoch kannst. Ja, schick mich mal da hoch. Da ist eine Tür. Ja, da geht's weiter. Vielleicht ist aber cool drin. Hoch. Rotes Kraut. Oh, du hast rotes Kraut. Emblem. Oh, das kriege ich nie. Kann ich eine Leiter runterlassen? Nee.
Oh, ein Raketenwerfer. Ein. Fähigkeitspunkte. Hallo's. Kann ich hier hochziehen? Nee, nee. Nee, ich kann keine Ahnung. Nee, ich kann den noch runter, oder? Nö. Nö. Oh gut. Ja, ich komme mit dem mal rot, so mein grünes. Ja, dann gehen wir mal hier runter. Ja. Ich bin ja schon weit. Ich mach schon. Grünes Kraut. Ja, ich habe drei grüne Kräuter jetzt. Warum hast du drei grüne Kräuter? Wirklich? Warum kriege ich hier nur Fähigkeitspunkte? Ja, ich wer zur Hölle ist eigentlich Paul? Und wo zum Geier ist Chris Redfield? Warum ist da keine Musik? Warum ist das alles so und warum? Ruhig? Ja, warum ist hier irgendwas? Was ist denn mit Carsten los? Hey! Schnell! Hast du schon mal Naruto geschaut, die deutsche Version? Oder überhaupt? Nein. Weil mir ich denke mir die ganze Zeit so, ihre Stimme kommt mir so bekannt vor. Sie hat die Stimme von Sakura aus Naruto. Oh Gott. Dieses pinkhaarige Mädchen. Ja, ich weiß, wer Sakura ist. Ja. Sie ist absolut nutzlos im ersten Naruto. Ja. Ja, im zweiten auch. Ja gut, okay, da war sie nicht ganz so nutzlos, aber sie war immer noch nutzlos. Weil ich denk nicht mir ganz so nutzlos, aber nutzlos. Ich denke mir die ganze Zeit, boah, ihre Stimme kommt mir da so bekannt vor, ey. Sprengsätze. Sprengsätze. Jetzt habe ich zwei davon und zwei Blendgranaten. Soll ich noch ein bisschen Munition und so? Ey. Ja, ich habe 19 Schuss. Ja, ich auch. Ja, das ist ein Explosive. Oh nein. Verdammt, sie haben uns gefunden. Besseres zu tun. Ich wollte gerade eine Granate reinwerfen. Na gut. So kann man es auch machen. Naja, es hat mich halt nur einen Schuss gekommen. Hast du da gerade einen Fernzünder aktiviert? Nein. Oder? Ich höre es hier piepen. Oh doch, hab ich. Ich wollte schon sagen, ich höre es hier piepen. Ich hab da nicht. Ich habe eine Granate eingesetzt eigentlich. Nee, wir haben keine Handgranaten, wir haben Blendgranaten. Ja, ich wollte eigentlich eine Granate, aber ich habe sie ausgerüstet. Anscheinend nicht. Nee. Wir haben noch den Springsatz platziert. Hier sind viele Rotfässer. Das ist noch ein grünes Kraut. Hier ist noch ein Springfass, hier sind überall Springfässer. Warum ist das hier so ein... Ja. Muss mal sehen, wie ich auf den Typen draufkletter. Mit meinen Nahkampfangriff. Das ist verdammt cool. Ja. Oh, da müssen wir hingehen. Oh, warte mal, hier kommen wir hoch. Sind Treppen. Oh, ich sehe ihn. Ich sehe eine Knarre irgendwo. Hä? Eine Knarre? Nein, ein Zeichen von der Knarre sehe ich irgendwo. Oh ja, Zeichen von der Knarre. Let's go. Wo kommen wir da hin? Ja. Was wird es sein? Yeah. Was wird es sein? Hey Kollege! Oh Gott! Warte mal, ja. Okay, was? Jetzt schon? Warte, was? Wait, what? Was? Eine Magnum? Er heißt Elefantenschlechter. Ja. Reden nicht lange um den heißen Brei. Ja. Entweder ist diese Story sehr viel schwieriger als man denkt, dass sie ist, oder wir sind halt einfach wirklich super scheiße. Was würdest du sagen? Oh, mal schauen.